Naturinteressierte. Schön, dass ihr da seid und wir euch ein wenig darüber berichten können, was die Film AG der Montessori-Schule Göttingen in den letzten Monaten zum Thema Göttinger Wald, seiner Natur und der biologischen Vielfalt gedreht hat. Ich bin Leon. Und ich Tara. Und das ist ein Teil unseres Greencut-Filmteams. Wir begrüßen euch zu unserer Filmpremiere Göttinger Stadtwald, ein Wald im Wandel. Schön, dass wir hier die Gelegenheit haben, euch das Naturschutzgebiet Göttinger Stadtwald etwas näher zu bringen. Unsere Schule liegt sozusagen am Rande des Naturschutzgebietes und somit sind wir mittendrin im Thema Waldökosystem. Über einen Zeitraum von circa einem halben Jahr haben wir den Stadtwald genauer unter die Lupe genommen. Wie sieht eigentlich ein Wald aus, der circa 30 verschiedene Baumarten beherbergt? Wir haben recherchiert, einen Drehplan erstellt und dann die ersten Ton- und Technikproben durchgeführt. Wir haben Experten interviewt, Passanten befragt und eine Vielzahl an Aufnahmen aufgenommen. Dabei haben wir zum Beispiel die Eibe, die Scheinakazie oder auch den Borkenkäfer genauer untersucht. Schaut selbst! Wir haben in den letzten Monaten mehrere Filmexkursionen gemacht und insgesamt ungefähr 6 Stunden Filmmaterial zusammengeschnitten. Aus diesem Rohmaterial haben wir dann einen Film geschnitten, den wir euch jetzt gerne zeigen würden. Also Film ab! Viele von euch kennen den Göttinger Stadtwald, aber wer kennt ihn wirklich? Habt ihr ihn euch schon einmal genauer angeschaut? Wir bringen ihn euch etwas näher. Der Göttinger Wald ist einer der artenreichsten Wälder Deutschlands. Die von Kuppen und Senken durchzogene Landschaft ist aufgrund ihrer Vielfalt und Eigenart von besonderer Schönheit. Für viele Pflanzen, Pilze und Tierarten, die andernorts stark gefährdet sind, bieten die Kalkbuchenwälder mit ihren offenen Strukturen eine gesicherte Heimat. Bezüglich der hier vorkommenden Baumarten ist der Göttinger Stadtwald sehr ähnlich aufgebaut wie sein Vorgänger, der Urwald. Entstanden sind diese Strukturen auch durch eine lange geschichtliche Entwicklung. Seit dem Mittelalter, so 1340, wurde der Wald hauptsächlich für Brennholz genutzt. Und das führte halt dazu, dass ich sag mal, bis ungefähr 1860 der ganze Hainberg unbewaldet war. 1925 gab es hier einen Forstamtsleiter, Herrn Früchtenicht, und der hat dieses Prinzip der naturnahen Waldwirtschaft eingeführt. So entstand durch die Einführung der naturnahen Waldwirtschaft ein Wald mit vielfältigen Funktionen. Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten dient der Bürgerwald Göttingens im Besonderen der Naherholung. Was finden Sie denn so am Göttinger Wald besonders schön? Wir gerade eben waren wir hier am kleinen Rheinsbrunnen, der ist sehr schön zum Beispiel. Und dann gibt es hier ganz tolle alte Bäume. Da oben sind ein paar super schöne Buchen, da hinten. Es gibt ganz viele schöne Plätze. Ja, ich weiß das zu schätzen, dass ich schnell aus der Stadt und dem Gewusel hier in die Ruhe und in die grüne Natur kann. Das ist sehr entspannend. Also es ist halt eben sehr viel grüne Fläche, sehr viel Luft. Und es gibt viele versteckte Ecken, die man entdecken kann. Thank you.
Neben der Funktion als Erholungswald trägt der Wald durch sein besonderes Konzept der naturnahen Waldwirtschaft aber auch dazu bei, das Holz als umweltfreundliche Ressource zukunftssichernd und nachhaltig zu nutzen. Das bedeutet, dass wir uns darauf beschränken, so wenig Eingriffe wie möglich zu machen. Und wir nehmen aber auch nur die Bäume, die qualitativ hochwertig sind. Das heißt, alles, was man nicht gut verkaufen kann, weil es minderwertiges Holz ist, das bleibt halt stehen. Wie viele Baumarten, schätzen Sie, gibt es denn in Göttinger Wald? Ich sage mal 50. Das kann ich schwer schätzen, aber bestimmt 30 verschiedene. 30? Ich schätze mal 70. Mehr als 30 überwiegend heimische Baumarten gibt es im Göttinger Wald. Die Hauptbaumart ist die Rotbuche. Daneben sind Esche, Ahorn, Ulme und Linde als Begleitarten zu finden. Als Nadelhölzer gesellen sich Weißtannen, Eiben, Lärchen und Fichten dazu. Sogar Scheinakazien sind im Göttinger Stadtwald anzutreffen. Die gewöhnliche Robinie oder auch Scheinakazie genannt ist ein sommergrüner Laubbaum. Sie stammt aus Nordamerika und wird überall in Europa seit fast 400 Jahren in Parks und Gärten gepflanzt. Sie wächst aber auch inzwischen wild. So ist die Robinie in Deutschland zum Baum des Jahres 2020 gewählt worden. Ich sage immer, der ganze Stadtwald ist besonders. Aber es gibt natürlich so ein paar spezielle Orte, zum Beispiel das Kerstlingeröder Feld. Das ist ja, da stehen ja keine Bäume, das ist ja eine große Offenlandfläche. Was ihr hier sehen könnt, war einst das Zuhause eines Bauern, seiner Familie und seinen Schafen. Die Schafe bewirtschafteten das Kerstlingeröder Feld. Es gab circa vor 200 Jahren hier aber keinen Wald, sondern eine Freifläche, von der man von hier ungefähr bis Göttingen sogar blicken konnte. Unterhalb seines Hauses befand sich eine Tränke für die Schafe, die jedoch, da es keinen Wald gab, in trockenen Sommermonaten vertrocknete. Die 600-jährige Siedlungs- und Nutzungsgeschichte hat eine sehr stark vom Menschen geformte Landschaft entstehen lassen. Für den Naturschutz ist sie heute deswegen so wertvoll, weil hier noch die Pflanzengesellschaften beheimatet sind, die sich seit der Jungsteinzeit als Folge der landwirtschaftlichen Landnutzung gebildet haben. Ja, und das ist eine Bewirtschaftungsweise, wie sie seit Jahrhunderten praktiziert wurde. In den Hecken und Obstgehölzern des Kerstlingeröder Feldes findet man heute so seltene Vogelarten wie Wendehals und Neuntöter. Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Jahrhundertelange Beweidung schuf Wuchsbedingungen für Wacholder, Enzianer, wilden Thymian und seltene Kalkmagerrasenpflanzen. Das Kerstlingeröder Feld braucht stetige Pflege durch den Menschen, um als offene Landschaft erhalten zu bleiben. Wenn es eben nicht beweidet wird, dann bildet sich ja meistens nur eine Sorte Gras, die sich schnell entwickelt und sämtliche Blühpflanzen unterdrückt. Eine vielfältige Waldstruktur mit einem hohen Anteil an Tod- und Altholz kennzeichnet die Laubmischwälder des Naturschutzgebietes. Aber auch in den forstwirtschaftlich genutzten Flächen des Stadtwaldes wird viel zum Erhalt der biologischen Vielfalt getan. So zum Beispiel durch die Förderung der Naturverjüngung. So, hier kann man jetzt schon mal gut sehen, was Naturverjüngung bedeutet. Also hier ist zum Beispiel eine kleine Eibe. Da drüben steht eine große Eibe und der Samen von der Eibe, also bei der Eibe ist es so, die Vögel fressen die Samen und scheiden dann die Kerne wieder aus und der fällt dann hier hin und der keimt dann und dann wächst hier ein kleiner Baum, wenn er denn nicht von den Rehen aufgefressen wird. Und dadurch haben wir natürlich eine sehr artenreiche Struktur in den Wäldern. Das heißt, wir haben viele kleine Bäume, wir haben große Bäume
Und wir haben auch sehr viele tote Bäume, weil wir, wie gesagt, auch solche Bäume stehen lassen, die für die Holzindustrie nicht wirklich Wert haben. Und dadurch entsteht in dem Totholz natürlich, sind viele Insekten, da kommen dann die Spechte, die bauen Höhlen rein, da sind die Fledermäuse, die dann da in den Höhlen mit wohnen. Hier kann man sehr gut sehen, dass das Ausgangssubstrat des Göttinger Stadtwaldes Muschelkalk ist. Der Muschelkalk ist ein Grund dafür, dass die Artenvielfalt im Göttinger Stadtwald so hoch ist. Der Muschelkalk kann aber nur sehr wenig Wasser speichern. So fördert der Muschelkalk die Artenvielfalt, kann aber gleichzeitig zum Problem hinsichtlich des Klimawandels werden. Ja, der Klimawandel ist spürbar und das betraf halt hauptsächlich die Fichten. Ne? Durch diesen trockenen Sommer waren die Bäume geschwächt und der Borkenkäfer hat sich durch die Wärme extrem vermehrt. Diese Fichte wurde vom Borkenkäfer angegriffen. Sie hat es geschafft, sich mit ihren vielen Ressourcen sehr viel Harz zu produzieren und sich damit gegen den Borkenkäfer gut zu wehren. Der Borkenkäfer hat sich in die Fraßgänge hereingefressen. Aber die Fichte hat mit dem Harz den wieder herausgedrückt. So konnte die Fichte es schaffen, zu überleben. Und hier seht ihr die Fraßgänge von den Borkenkäfern. Und jetzt zeige ich euch einen Baum, der es leider nicht geschafft hat, zu überleben. Diese Fichte hat es im letzten Jahr leider nicht geschafft. Sie hat versucht, sich hier, wie man sieht, mit den Harzspuren gegen den Borkenkäfer zu wehren. Und die Fichten werden von über 1000 Arten von Käfern zersetzt. Bald wird nichts mehr von ihr übrig sein. Durch diese Trockenheit gab es halt ganz, ganz viele Borkenkäfer, die sich dann auch bis zu 4-mal im Jahr vermehrt haben. Die durch den Klimawandel bedingte Trockenheit und Dürre stellt auch die Förster des Göttinger Waldes vor große Herausforderungen. Die Fichte ist hiervon am meisten betroffen. In den zurückliegenden Jahren zeigen jedoch auch Laubbäume, gerade auch ältere Buchen, vermehrt Stresserscheinungen und Trockenschäden. Wie der Wald und auch unser Göttinger Stadtwald sich in der Zukunft entwickeln werden, ist heute schwierig vorherzusagen. Ich denke schon, dass es eine Veränderung gibt. Und wenn die aber nicht so schnell voranschreitet, also wenn es eher langsam geht oder wir es wirklich schaffen, das zu reduzieren, dann hat der Wald eigentlich ganz gute Chancen, dass er sich halt anpassen kann, an die neuen Bedingungen anpassen kann. Das geht aber nur, wenn es langsam geht. Die Natur weiß am besten, was gut ist oder was funktioniert. Das kann natürlich passieren, dass einige Baumarten verschwinden. Also es wird einige Baumarten geben, die sich nicht halten können und es wird dann vielleicht andere geben. Im Wald, da gibt es viel zu sehen. Wir wollen heute dort spielen gehen. Wir machen schöne Waldmusik und alle machen mit. Im Wald, da gibt es viel zu sehen. Wir wollen heute dort spielen gehen. Wir machen schöne Waldmusik. Vielleicht hat unser Film euch einen kleinen Einblick geben können, wie das Naturschutzgebiet Göttinger Wald und Kerslingröder Feld gestaltet ist.
Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Blick durch den Kamerasucher die Vielfalt der Lebensräume im Göttinger Stadtwald etwas näher bringen können und somit auch die Notwendigkeit, sie zu schützen. Wir danken allen, die uns dabei unterstützt haben. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis später. Ja. Tschüss und bis später.